Hi, ich bin's, der faule Sack 13. Und weiter geht's mit Let's Play Gothic 1. Ja, das letzte Mal haben wir mit den zwei Typen vom neuen Lager gesprochen. Und jetzt wissen wir, wo wir eine alte Karte herbekommen. Hey, der hat doch letzte Folge noch gelebt. Dafür kriegen wir wenigstens das Fleisch jetzt. Dann schauen wir da oben noch, was wir da so finden können. Außer die drei Bäume. Also nichts. Okay. Gut, dann werde ich jetzt noch mal speichern. Und wir versuchen es gegen die zwei Scavengers. Gegen die zwei starken Scavengers. So, er hat ja gesagt, einzeln anlocken. Ja. 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 Gut. Oh, Bande. Bande, komm, komm, komm. Ja, geschafft, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank, geschafft. Okay, dann werden wir uns gleich heilen. Und nochmal speichern. So, dann stirbt der Nächste. Ja, Gott sei Dank. Ja. Und dann noch ein Service. Ja. Also haben wir uns den ersten zwei starken Scavenger besiegt. Yay, da können wir uns freuen, gell, Freunde? Ja. So. Brückenwache. Was hast du uns zu berichten? Was machst du hier? Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Und hast du irgendwelche Tipps für mich? Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Ja. Sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie hatten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Lass mich mal vorbei. Ja, toll. Und ich habe selber meine Spitzhacke. Was sagst du jetzt? Was für ein Havarer. Oh, Waldbeere. Bier. Das Bier hat man fast übersehen. Wie wir wissen, können wir da viele Informationen aus Leute herauslocken. Zum Beispiel vom neuen Lager. Der eine Typ da drüben bei der letzten Folge halt wollte ja auch ein Bier. Dann hat er etwas von Jagen erzählt. Ja, ja, ja. So, und ich habe da drüben noch eine Höhle gesehen mit drei Mollrats. Ja, die werden wir jetzt hoffentlich alle töten. Ja, servus mal so. Der begrüßt uns aber nett, gell? Ah, und du. Ah! Ich werde doch nicht gegen einen Mollrat verlieren. Ah. Höhlenbild. Höhlenbild. Mollrat. Achso, das war nicht stark. Ach ja, das Fleisch können wir dann später gut. Schön braten. So. Den Scavenger da hinten werden wir auch noch gern braten. Zuerst heben wir noch die Pflanze. Ich werde auf jeden Fall alle Pflanze aufheben, die wir sich finde und sehe. Ja. Scavenger. Wo ist denn? Alter, wieso habe ich dich nicht getroffen? Alter Schwede! Ah! Nein! Ah. Oh, nein, ich will jetzt nicht alle verbrochen, ich gehe ins alte Lager. Den Rest erkunden wir später. Zuerst schauen wir uns mal in den alten Lager um. Und reden noch mit Diego von der ersten Folge. Wie alles begann. Ja, tu mal neu speichern und Alter,
so schreibt. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Ja, mein Computer ist gerade abgestürzt, aber das spielt gerade nicht so toll. Okay, weiter geht's. Da, wo waren wir? Beim Speichern. Genau, das alte Lager. Genau. So. Und dann auf ins alte Lager. Wo sollst du denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Nein, gar nicht. Okay, entweder Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen, ich mich nur ein bisschen umsehen. Klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Das sage ich lieber als Erste. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Ich will ja nicht gleich am Anfang Streit haben. Ja, irgendwas Neues passiert. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Nein, alles wie immer. Lass mich. Bitte den Zauberwache. Gardist. Ich finde die Rüstung nur cool. Da, wie sie geflickt ist. Ja. Ja, was ich am Anfang bei meiner ersten Folge nicht gesagt habe. Erstens, ich finde das Spiel hammermäßig geil. Die Grafik auch cool. Himmel, die Sonne, einfach cool. Und es ist mein Lieblingsspiel. Es ist einfach das beste Spiel, was ich kenne. Einfach geil. Nur geil. Ja, dann reden wir mal mit Diego. Jetzt. Erzähl mir was über das alte Lager. Ja, da wollen wir viel wissen. Und zwar alles. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Promis und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez Leuten anzuschließen. Das werden wir auch machen. Ja, und was ist mit den anderen beiden Lagern? Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Ja, dann die Barriere. Erzähl mir was von die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du es so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Ja, wir wollen sehr eilig wieder hier raus. Geht Diego? Ja, ich folge dir. Ja, komm. Ich spaziere sie mit dir darüber. Ach, hübsch. Ja. Jetzt stehen wir da rein. Mit seinem Kumpel. Wie auch immer er heißt. Ein Schatten. Ja, stehen sie da beide lässig, mit den Armen verschränkt. Ja, er hat ja gesagt, wir sollen mit Torus reden. Das werden wir jetzt auch machen. Ja, Torus, du siehst, ja, klar. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden an die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Ich hoffe, es hat nicht draußen. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000? 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez Leuten anschließen.
kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Ja, ich muss in die Burg, weil ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen. Genau. Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst. Ja. Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Ich will mich Gommes läuten. Ich will für Gommes arbeiten. Ja, aber anschließend wollen wir uns auch nicht nur arbeiten. Ah. Und wieso glaubst du, ist Gommes daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego sagt, du entscheidest, wer Gommes interessiert. Diego sagt, du entscheidest, wer Gommes interessiert. Genau. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde Toll. Dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gommes in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Warum stellst du mich auf die Probe? Mich nicht auf die Probe, okay? Naja, dann fragen wir mal, welche Probe das überhaupt sein wird. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gommes Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellt. Nein, Freunde, das werden wir schon schaffen. Oder etwa nicht. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Nein, ich will gewinnen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gommes Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Klingt eher, als wäre die Magier dein Problem. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja. Aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Wieso beschützt die Magier diesen Mordrak? Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Ja, also wie wir diesen Auftrag annehmen und mit dem mit dem Taurus weitersprechen, seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 1. Bis dahin, ciao!